Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Und heute geht's weiter mit dem Kampf um die Akala-Festung. Ich habe tatsächlich mal wieder ein paar andere Charaktere mal nach vorne gepackt. Das sind zwar nicht die, wo ich ja ausgewählt habe. Zumindest die ersten zwei passen, nämlich Maronus und Urbosa und Zelda. Aber warum da jetzt Naruto drin ist, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil... Ja, hier habe ich eigentlich Impa reingeschmissen, aber ist okay. Passt schon so. Ja, wir sind auf jeden Fall ein bisschen unterlevelt. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr ins Gewicht fällt, aber wir haben eh vier Charaktere, mit denen wir kämpfen. Ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft, und ich habe auch keine Ahnung, wie schwer diese Mission sein wird. Hoffnungslos in der Unterzahl. Noch dazu. Eine Aussicht auf Rettung. Stimmt's? Es wird wohl überall das Gleiche sein. Und dennoch, solange noch eine Möglichkeit besteht, kann ich nicht aufgeben. Forscherethos. Außerdem, unsere Rettung ist recht wahrscheinlich. Das prognostiziere ich. Erstatte Bericht! Im Westen erhebt sich ein Titan aus dem Wasser. Genau so. Hab ich's doch gesagt. Die Recken taten sich mit ihren Helfern aus der Zukunft zusammen und kämpften mit aller Macht, um die Wellen von Wächtern und Monstern abzuwehren. All ihren Anstrengungen zum Trotz jedoch, wollte das unerbittliche Gemetzel in Hyrule kein Ende nehmen. Die bei Wiederkehr der Verheerung aus Schloss Hyrule geflohenen Soldaten suchten Zuflucht im Osten Hyrules, in der berühmten, uneinnehmbaren Festung von Akala. Auf allen Seiten von Wächtern umgeben, blieb ihnen nur verzweifelt die Stellung zu halten. Auch Link und seine Gefährten eilten daraufhin nach Akala. Die Speerspitze ihres Vorstoßes bildeten Mipha und Sidon, die Varuta wieder unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Sie verwickelten den Feind in ein Gefecht, um sich einen Weg zur Festung zu bahnen. Und los! Okay, erstmal wieder zurechtfinden mit der Steuerung. Hä? Ich muss aber sagen, damit habe ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Tatsächlich würde ich eher den schnelleren Weg nehmen. Ich muss aber sagen, die Steuerung mit dem Titan ist nicht so schön, wie man es gerne hätte. Oh Mann, ernsthaft, jetzt komme ich ganz knapp da nicht durch. Mann. Naja. Sicher. Boah, ey, die regen auf, ne?
So. Mal kurz da hinten aufgeräumt. Oh, die fliegenden Deppen, ey. Ist mir durchaus bewusst, dass wir nicht verlieren dürfen. Was wäre das für ein Rettungstrupp hier, wenn der Rettungstrupp verliert? So. Und nochmal kurz ausholen. Boah, also der gefährliche Weg ist ziemlich aufgeräumt hier gerade. Nicht perfekt aufgeräumt, keine Frage. Aber immerhin aufgeräumt. Krieg ich das da hinten kaputt? Jawohl. Gut, die hier unten auf dem Boden sind kein großes Problem. Da kann ich einfach durchmarschieren. Weil kaputt gehen tun die so oder so. Ja, jetzt reicht's doch. Machen wir mal kurz nochmal so. War wohl, glaube ich, eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe, hier nach unten, also den schnelleren Weg zu laufen, weil ich glaube, alles andere hätte knapp werden können. So. Immerhin wird er schon anvisiert. Okay, ich bin angekommen. Gut. Sicher. Nicht da hinten schauen, einfach durchmarschieren. Tatsächlich. Okay. Die Steuerung für den kleinen Terrakul ist übrigens mit ZL und ZR. Quatsch, mit. Warte, was ist das? Ich benutze die so selten. R und mit L. Okay, und mit B springt man halt. Sag mal, warum muss es so ewig laden? Überlasst die Umgebung der Festung uns. Wir schließen dann bald zu euch auf. Schwester. Auch wir müssen los. Ja. Es ist unglaublich, dass ich an deiner Seite kämpfen kann, Sidon. Du hast dich großartig gemacht. Genau. Erst einmal sollten wir uns auf den Kampf konzentrieren. Du bist bereit, oder? Aber natürlich. Und ja, ich bin Maronus seit langer Zeit mal wieder. Der war auch schon, der ist schon echt lange nicht mehr rangekommen. Er darf dann auch mal wieder.
Okay. Immerhin bekommen wir schöne Unterstützung. Ich bräuchte noch irgendwo zwei, drei Vollidioten. Reicht leider nicht ganz. Ja gut, okay, oder die werden schon übernommen. Versuch mal wieder meinen schönen Trick, den ich ja schon mal gemacht hatte. Und ja, es funktioniert. Das Schöne ist, dieser Wächter ist danach komplett wehrlos. Ich meine, er kann mir natürlich noch schaden, ne? Aber er ist ziemlich wehrlos. Okay, wir müssen sogar durchmarschieren. Ziemlich, warte. Oh Gott. Ich hoffe, es war noch halbwegs rechtzeitig. Okay, es war noch rechtzeitig. Gut. Maronus ist schon stark, ne? Man darf nicht unterschätzen, wie stark der eigentlich ist. Das ist ein total random Charakter, also ist total random reingekommen, hat eigentlich keine Berechtigung hier drin zu sein als Kämpfer. Aber er ist doch stärker, als man vielleicht denken würde. Boah, sind das viele weiße Bockblins. Und hier, die muss man einnehmen. Gut, dann machen wir das mal kurz. Wie viele, die tanzen halt wirklich mit. Au. Bruder. Genau, stopp. Wie da einfach auch Kisten durch die Gegend fliegen. Ich dachte vorhin zuerst, dass der Wächter hätte wirklich irgendwo Kisten fallen lassen. Aber nein, das hat er natürlich nicht. Aber wenigstens haben wir hier keinen Zeitdruck. Zur Abwechslung mal haben wir keinen Zeitdruck. Boah, das sind so viele Crocs. Das ist unglaublich. Nein, du stirbst. Bockblin. Nein, du. Genau, Urbosa. Ach, die ist schon da. So, ja gut, dann. Dann ist ja alles gut. Dann hat das Spiel schon von sich aus richtig gehandelt. Das finde ich sehr schön. Auch wenn es natürlich mit Zelda eine Ewigkeit dauert, mal was einzunehmen. Maronus könnte aber Zelda gerade mal zur Hilfe eilen. Weil Urbosa, mit der schaffe ich es nachher auch alleine. Ja gut, das Problem ist natürlich, die waren schon halt alle sehr stark angeschlagen. Aber wenigstens ist der Typ angekommen. Au. Und jetzt stirb durch die schönen Bomben. Bumm. Der lebt noch? Okay.
So. Er ist Maronus angekommen und der Kampf war beendet. Gut, dann können die zwei jetzt halt loslaufen. Zu Obosa. Maronus, geh du mal bitte da nach unten. Und Zelda auch. Wobei ich glaube, die ist sogar schon fast fertig damit. Nee, noch nicht mal, noch nicht mal. Ja, also mit Obosa lässt sich schon viel angenehmer kämpfen, finde ich. Mit der im Kampf zu kämpfen ist schön. Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade dem Hyrule-Soldaten versehentlich das Opfer weggenommen. Der hat zugeschlagen, der war schon gar nicht mehr da. Bam. Ja, komm, mach ihn platt. Mann, mach halt mal was. Der ist überfordert, der weiß nicht, was er machen soll. So. So. Bitte tu mir wenigstens den Gefallen und stirb schnell. Danke. Soundbug, sorry dafür. Zelda, du kommst am besten mal wieder hier nach oben. Obosa, du am besten ebenfalls. Und Maronus darf wieder zurücklaufen. Ach, das war ein blutiger. So, das war ein verletzter Hallo-Hauptmann. Den Weg nicht mehr. Okay. Natürlich kommt da dann wieder irgendwas. So, und ja. Ich muss jetzt gucken. Ja. Ich glaube, von da, wo ich gerade aktuell bin, komme ich nicht wirklich weg. Unnötiger Gegentreffer. Doch, ich komme weg. Ich muss nur richtig laufen. Ja, ich glaube, das kriegen die gerade so allein hin, die Hyrule-Soldaten. Ich muss aber auch sagen, mit Obosa habe ich schon ewig nicht mehr gekämpft und eigentlich wollte ich die sogar präferieren. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich schon lange Zeit nicht mehr mit Maronus gekämpft habe, deswegen wollte ich die zwei auf jeden Fall in den Partner haben wieder. Oh, ich bin falsch gelaufen, warte mal. Ne, warte, da ist ein Bockblinder. Ne, das wollte ich gar nicht, sondern ich wollte eigentlich da unten diesen kleinen Schlupflochweg hier nehmen. Weil da ist ja offen. Wir sind alle wieder da. Da vorne fliegt ein Wächter. Den Feuerwächter. Erste Mal, dass es tatsächlich auch elementaren Wächter gibt. Wobei eigentlich brauche ich dafür jetzt nichts verschwenden, weil der ist eh schon so gut wie tot. Ja.
Also ich habe einfach die optimale Strategie gegen die Wächter gefunden, von Anfang an schon. Wow. Das sind silberne Gegner sogar. Okay. Ach, Link ist ja auch mit von der Partie. Hätte ich mir zwar denken können, dass der auch mit von der Partie ist, aber... Au. Hör doch mal auf und tanz lieber eine Runde. Au. Ich hab gesagt, du sollst tanzen, verdammt. Und jetzt tanze. In deinem Tod. Jawoll, nächster Hyrule Hauptmann wurde gerettet. Ein Feuerpyromagus. Voll unfair, wenn ich hier einen Baum spiele, dass die mit Feuer um mich um sich werfen. Bam. Und ciao, Feuerpyromagus. Gut, dann renne ich mal da nach oben. Hi. Ups. Eigentlich will ich das hier machen. Wir haben wieder seit langer Zeit einen Koch gefunden. Und seinen Bruder hinten dran im Hintergrund. Lul. Wenn's weiter nichts ist, außer halt ein Hinox, ne? Au. Ein Gegner ist bis zum Platz vorgedrungen, bitte was? Ah, sehr schön. Ich sehe gerade, ich muss mal wieder... Sollte langsam wieder ein bisschen heilen. Jawohl. Und jetzt stirbt schwarzer Hinox. Das Ding ist, ich mag Maronus Moveset schon irgendwo. Der ist zwar ein bisschen langsamer, aber... Trotzdem ist er nicht schlecht. Gut. Das Problem ist nur, wir haben hier leider ein paar Gegner, die schneller besiegt werden müssen, als das gerade eben der Fall war. Deswegen nehme ich jetzt hier wieder Urbosa. Zelda würde ich tatsächlich nicht unbedingt nehmen, weil die ist mir tatsächlich ein bisschen zu langsam. Maronus ist ja auch schon gleich hier, also passt ja. Zelda ist ebenfalls mit vor Ort.
Aber ich glaube, die meisten Gegner wurden sogar schon von den NPCs besiegt in der Zeit, wo ich den Hinox getötet habe. So, Ice Goblin ist auf jeden Fall jetzt tot. Okay. Muss ich hin? Maronus, wo läufst du lang? Ich folge dir einfach mal unauffällig. Okay, ich nehme mal den hier, bis ich einen anderen finde. Boah, muss das jetzt sein? Arsch. Wenigstens gibt es hier gleich überall Schläge. Also der kassiert auf jeden Fall ordentlich hier gerade. Auch wenn er natürlich schon auch ein bisschen Schaden macht. So. Natürlich war das noch nicht das Ende. Das wäre auch zu langweilig gewesen. Was ist das nächste Ziel? Robelo! Okay, scheinbar laufen eh alle dahin. Meine etwas. Hi. So, ich muss eigentlich da lang. Natürlich ist hier jetzt ein Wächter, ist doch klar. So, Wächter, du kommst gerade rechtzeitig, in der Hoffnung, dass ich den anderen hinten dran auch noch gleich erwische. Falls es ein Wobbler war. Nee, war es nicht, waren sie immer noch Wobbler. Der auch fast tot ist, also von dem her ist es nicht das große Problem. So, Schmetterangriff. Oh, sehr schön, da sind wir überhaupt immer auch gleich hinten dran. Nun. So. Das Problem ist natürlich, dass Robelo natürlich oben ist, ne? Was zum Fick ist denn hier los? Ich wundere mich, wo die ganzen Gegner kommen. So, wie komme ich jetzt am besten dahin? Da ist dieses Rondell-Teil da. Da bin ich aber falsch. Da ist noch ein Grog, den nehme ich liebend gerne mit. Wenn ich ihn hier schon sehe. Wo geht's lang? Schön, wenn du auf dem Weg bist. Ich würde tatsächlich auch ganz gerne den Weg versehen. Okay, da muss ich nach oben. Ja. Warte. Treppe vorbei, an der Treppe vorbeigerannt. Sieht mal gut aus. Ist nur nach außen rumrennen irgendwie.
Ich glaube, ich hab's gleich. Ja. Bin gleich da, Robelo. Hab mich nur verirrt. Was war das für ein Ausrufe? Ja. Robelo!